So, jetzt ist der nächste Fragesteller der Kollege Peterka von der AfD-Fraktion. Herr Präsident, vielen Dank für die Zulassung aller themenoffenen Fragen. Ich mache es auch ganz kurz. Es richtet sich an das BMZ. Welche besonderen Maßstäbe legt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei der direkten oder indirekten Hilfeleistung an Länder an, in welchen nach allgemeinen Erkenntnissen es zu Verfolgungen und zur Unterdrückung von Menschen christlichen Glaubens kommt? Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde diese Frage mit Ihrem Einverständnis an den Vertreter des BMZ, den Kollegen parlamentarischen Staatssekretär Silberhorn, weitergeben. Vielen Dank. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verfolgt generell einen menschenrechtsbasierten Ansatz in der Kooperation mit allen unseren Partnerländern. Wir sind insbesondere natürlich sehr aufmerksam dort, wo die Religionsfreiheit verletzt wird und unter anderem Christenverfolgung stattfindet. Ich darf wegen des Beispiels, das Sie genannt haben, darauf verweisen, dass wir insbesondere im Irak außerordentlich stark engagiert sind. Der Irak ist traditionell kein Partnerland der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere aufgrund reichhaltiger eigener Ressourcen. Wir tragen dort aber erheblich dazu bei, aufnehmende Gemeinden zu unterstützen und auch die Flüchtlinge, die zurückkehren wollen, so zu unterstützen, dass sie ein sicheres Umfeld finden, in dem sie ihre Heimat wieder aufbauen können. Wir tragen auch mit Traumabehandlung und vielen anderen Dingen dazu bei, dass Binnenmigranten im Irak wieder Fuß fassen können. Und hier spielt, wie Sie wissen, insbesondere die christliche Minderheit eine Rolle. Die nächste Frage hat der Kollege Kekeritz, Bündnis 90 Die Grünen.